Schon gut, schon gut. Selbstverständlich.
Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon. Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüdend. Ich habe seit Ewigkeiten die Kraft all dieser Narren gesammelt, die in unserem Reich gefangen waren. Meine wahre Gestalt hat hier Substanz. Mir war nicht klar, dass ich die Welt der Sterblichen auf diese Weise betreten kann. Hätte ich es gewusst, wie auch immer. Jetzt bin ich hier, nicht wahr? Schon bald werde ich die Königin sein, die diese Welt verdient. Und ihr werdet meine erste Untertanin sein. Es ist so.
Nun ist es vollbracht. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Mein Schwur ist erfüllt. Mögen die Opfer des Wahnsinns dieser Frau in Frieden ruhen, wo auch immer sie nun sind. Nein, die Geister glauben, dass es noch einen Ort jenseits des Nichts gibt, aber wir haben auf derartige Fragen nicht mehr Antworten als ihr Sterblichen. Mir ist die Rückkehr ins Nichts verwehrt. Ich bin hier gefangen im Körper dieses grauen Wächters. Es gibt noch Erinnerungen dieses armen Mannes. Sie sind unklar, aber es war ein grauer Wächter. Die dunkle Brut hat ihn getötet. Jener, den man den Ersten nennt? Ich weiß. Und das war auch euer Bestreben, als ihr ins Nichts gelockt wurdet. Ja, nun verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nichts über diese Welt, nichts, was über die spärlichen Erinnerungen dieses grauen Wächters hinausgeht. Ich habe nicht den Wunsch, zu sterben. Was soll ich tun, Sterbliche? Ihr scheint ein Wesen edler Gesinnung zu sein und ihr stammt aus dieser Welt. Habt ihr einen Rat für mich? Ihr meint, ich soll die Mission dieses Sterblichen fortsetzen? Als grauer Wächter? Es war einer der dunklen Brut, der diesen Sterblichen so niederträchtig ermordet hat. Und die Verantwortlichen sind noch am Leben. Diesen Tod zu rächen, ja, das wäre ein Ziel. Nun gut, wenn ihr es gestattet, würde ich mich euch anschließen, grauer Wächter. Das ist nicht mein Name. Ich habe keinen Namen. Nur eine Tugend, nach der ich strebe. Und wenn ich einen Namen benötige, dann nennt mich bitte so. Ich bin Gerechtigkeit. Und fürs Erste bin ich froh, an eurer Seite zu reisen, grauer Wächter. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen? Ihr tragt eure Robe doch nicht etwa immer, oder? Nein, nicht wenn ich nackt bin. Ich meine, wenn ihr beispielsweise auf der Flucht vor dem Zirkel seid. In eurer Robe seid ihr doch leicht zu erkennen. Genau wie mein großes Ich-bin-ein-Magier-Schild um den Hals. Ich mache es den Templern eben gerne leid. Also gut, wenn unsere Gespräche so ablaufen sollen. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater immer Geschichten über die Schwarzmarschen erzählt. Er sagte, alle hier seien durch dunkelste Magie getötet worden. Das war kurz vor der Rebellion. Niemand wusste, was damals wirklich geschehen ist. Was hier geschehen ist, wurde niemals aufgeklärt. Und als diese Kreaturen aufgetaucht sind, wurden die Marschen aufgegeben. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in die Schwarzmarschen zu reisen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Die Träume eines kleinen Jungen. Stimmt, das tue ich. Hätte mir jemand prophezeit, dass ich mal hier enden würde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber so ändern sich die Zeiten. Als ich noch in Kirkwall war, dachte ich immer, ich würde das Kommando über die Garnison meines Vaters übernehmen, wenn ich nach Ferelden zurückkehre. Und jetzt seht mich an. Ich bin ein grauer Wächter, der sowohl gegen die dunkle Brut als auch gegen Dämonen kämpft. Das ist wirklich interessant. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es besonders viele gibt, die uns zustimmen würden. Wie dem auch sei, die verfluchten Marschen erwarten uns.